Aus aktuellem Anlass müssen wir uns zunächst mit einem ganz anderen Thema beschäftigen. Es besteht die Gefahr, dass sich internationale Verwicklungen ergeben. Und zwar hat uns vor ungefähr 2 Stunden eine Eilmeldung erreicht, wonach der amerikanische Präsident mit aller Macht versucht, dem französischen Präsidenten Macron den Eiffelturm abzukaufen. Hört sich zunächst seltsam an, aber es sieht so aus, als wäre es dem amerikanischen Präsidenten ernst. Und er unternimmt diese Bemühungen mit einem Ton und mit Mitteln, die durchaus geeignet sind, Probleme für Europa mit sich zu bringen. Wir schalten deshalb jetzt zunächst einmal um direkt nach Paris und sprechen mit unserer Auslandsreporterin Sylvie Faupas, die in der Nähe des Eiffelturms steht und die uns hoffentlich berichten kann, wie der neueste Stand dieser Angelegenheit ist. Hallo Sylvie, ich hoffe, die Leitung steht und du kannst uns hören. Erzähl uns doch mal, was du in den letzten Stunden über diese internationale Verwicklung erfahren konntest. Ja, hallo und Gruß nach Essen. Ja, die Verbindung ist sehr gut. Ich höre dich sehr gut. Die Lage hier ist allerdings nicht so gut. Die ist sogar sehr ernst. Ja, der amerikanische Präsident hat tatsächlich vor, also diese verrückte Idee, in den Eiffelturm das neue und modernste Trump-Hotel einbauen zu lassen. Und mit der Zeit will er das dann auch zum Handelszentrum für den europäischen Markt ausbauen. Ja, und dafür den kompletten Eiffelturm mitsamt dem umliegenden Gelände aufkaufen. Naja, als ich zunächst die Eilmeldung gelesen habe, war ich auch wie vor den Kopf geschlagen. Habe es zunächst erstmal gar nicht ernst genommen. Also man könnte tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, könnte man ins Lachen kommen. Aber andererseits scheint es ja so auszusehen, als würde der amerikanische Präsident seine Idee tatsächlich ernst nehmen. Ja. Was sagt denn eigentlich Macron dazu? Macron ist natürlich nicht begeistert und hat das Angebot rundheraus abgelehnt. Aber er steht unter großem Druck, weil Trump ihm auch enorme Konsequenzen angedroht hat. Und das könnte gravierende Auswirkungen für ganz Frankreich haben. Ach du lieber Gott, das hört sich in der Tat dramatisch an. Aber sag mal, was für eine Art von Konsequenzen hat er denn angedroht? Ein militärisches Eingreifen kann es ja wohl nicht sein. Nein, das natürlich nicht, denn dafür bräuchte er den Kongress, in dem er zurzeit über keine Mehrheit verfügt. Aber er hat wirtschaftliche Konsequenzen angedroht. Zum Beispiel Strafzölle, zum Beispiel auf französischen Käse in Höhe von 50% und einen sofortigen Einfuhrstopp für französischen Wein und Champagner. Also das würde die französische Wirtschaft wirklich sehr hart treffen und eine Rezession heraufbeschwören. Das sind nämlich die beiden wichtigsten Standbeine für Frankreich, für die Exportwirtschaft. Ja, und so ein Totalausfall, der würde ja nicht nur Frankreich betreffen, sondern hätte letzten Endes Folgen für ganz Europa. Ja, also man muss sagen, von Trump ist man ja eine ganze Menge gewohnt, aber dieser Vorgang, der stößt jetzt tatsächlich in eine irgendwie neue Dimension vor. Außerdem könnte so ein erzwungener Verkauf eines nationalen Symbols ja auch letztlich zu einer Art Präzedenzfall werden. Also ich mag mir gar nicht vorzustellen, wie das wäre, wenn in Deutschland der Reichstag zur Disposition stünde. Oder in Italien womöglich der Vatikan. Ne? Ja, das sieht Macron ganz genauso. Aber er muss trotzdem vorsichtig und taktisch vorgehen. Denn Trump ist ja schon bei dem Vorhaben, Grönland aufzukaufen, gescheitert und will jetzt auf jeden Fall einen Erfolg erzielen. Aber trotz aller Entrüstung muss man mit einer 100% Konfrontation vorsichtig sein. So habe ich gestern von einem Mitglied des französischen Kabinetts erfahren, also das an dieser Stelle nicht genannt werden möchte, dass Macron durchaus gewillt wäre, Alternativangebote zu machen. Ja, was man eventuell dem französischen Volk vermitteln könnte, wäre der Bau eines Trump-Vergnügungsparks auf dem Dach der Notre-Dame-Kathedrale. Die ist ja gerade wegen des Brandes sowieso im Wiederaufbau.
Ja, und mit so stabilisierenden Maßnahmen könnte das Dach bis zu 10.000 Besucher täglich fassen. Das ist natürlich nicht in Macrons Sinne, da wäre er jetzt überhaupt nicht von begeistert. Aber es wäre ein eventuell vertretbarer Kompromiss. Was das mit seiner politischen Karriere dann allerdings macht, das steht auf einem anderen Blatt. Unglaublich. Also das klingt für unsere Ohren ja geradezu absurd. Ja, das sind in der Tat verrückte Zeiten, vor allem hier in Paris. Und man hört es bei Straßenbefragungen immer wieder von der Bevölkerung. Jeder hofft, dass das laufende Impeachment-Verfahren zu einer schnellen Amtsenthebung des amerikanischen Präsidenten führt, damit der ganze Spuk hier möglichst schnell ein Ende hat. Tja, ja, ich glaube, verrückte Zeiten ist genau der richtige Begriff, den du da verwendet hast. Silvi, zunächst mal danken wir dir für deine Zustandsbeschreibung und deine Einschätzung. Und ich fürchte, in dieser Angelegenheit werden wir noch öfter miteinander sprechen müssen. Tschüss inzwischen nach Paris. Ja, es ist nicht so ganz leicht, nach dem, was wir eben gerade an dramatischen Informationen gekriegt haben, auf unser nächstes Thema überzuleiten.